Hallo, da sind wir wieder. Rein. Joa, machen wir. So, wir haben gespeichert. Komm, wir sammeln ein bisschen Müll auf. Mit ihm sollten wir reden, oder? Glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh, hallo. Hust. Heute ist so ein schöner Tag, findet ihr nicht? Ich bin zwar pleite, aber Sonnenschein ist zum Glück kostenlos. Sagt mal, Jungs, habt ihr vielleicht ein bisschen Kleingeld für einen Mitbürger in Nöten übrig? Wie möchtest du spenden? Ja, komm, gib mir eben Dollar. Möchtest du dem alten Landstreicher wirklich einen Dollar geben? Ja, komm. Ja. Man kann scheinbar sehr viel mehr geben. Danke, Jungs. Ich werde mich dafür irgendwann mal revanchieren. Siehst du mal. Okay. Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte, was das letzte war, was ich gemacht habe. Da ist ja auch immerhin 2 Wochen Pause, weil ich krank war oder immer noch so leicht bin. Hallo? Wo war noch mal da? Natürlich habe ich hier keinen Questlog. Und ihm geht's nicht gut. Kann ich hier. Obstwagen. Okay. Okay. Äpfel helfen gegen Durchfall und Bandwürmer. Das gilt bestimmt auch für Apfelsaft. Okay. Außerdem enthält er pflanzliche Inhaltsstoffe wie. Was die vor Herzkrankheiten schützen können. Ah ja. Und kann was und im Alter kann er sogar die Hirnfunktion unterstützen. Nice. Soweit ich weiß, gibt es nichts Negatives dran. Schön. Ach so, ich kann Apfelsaft kaufen. Na ja, komm, nehmen wir einmal. Jawohl. Können wir uns nicht auch irgendwie gemeinsam hochheilen? Bei ihm geht's ja nicht gut. Hallo Kinas. Euch ist bestimmt schon aufgefallen. Achso ja, Müll und so. Ja, komm, ist gut. Kinas. Das ist auch Müll. Müssen wir mit ihm reden? Ich habe irgendwie im Kopf, dass wir mit einem Weirden in dem Park sprechen müssen. Ey Kumpel, hast du mal ein bisschen Kleingeld über? Fände ich dufte von dir. Gib denen jetzt allen ein bisschen was. Wie viel Steuern sind 1 Dollar gespendet? Besten Dank. Ja, okay. Große Katze aus Metall. Oder kam sie dir größer vor? Schön. Mussten wir nicht hier mit eigentlich irgendwem specialmäßig reden? Hey, du bist ja verletzt. Ja, so ein Pflaster. Die gibt's übrigens in der Apotheke im Andermarkt. Du hast ein Pflaster bekommen. Nice. Minzi ist fleißig am Skizzieren. Okay. Ja, mit denen haben wir geredet. Was mit dir? Als Kind bin ich oft. Achso. Hatten wir ja schon. Verdammt. Gibt's hier vielleicht ein Questbuch? Nee. Zeug, Pflaster, Snacks, Apfelsaft. Tricks. Ruhigen Ducken. Ermutigen Ducken. Was mit Abstechen? Ausrüstung. Ich wollte gerade sagen, er hat einen Basketball, ne? Oh. Taschenstein, ernsthaft? Er hat einen Tamagotchi. Lol. Deswegen hat der Hector den Stein dabei. Ich könnte schwören, ich sollte hier in dem Park was machen. Wir reden nochmal mit dem hier. Ich hatte im Kopf, dass der war.
Es ist schöner Tag. Ja, keine Ahnung. Nee, komm. Ach nö. Nichts. Okay. Okay, dann rennen wir jetzt nochmal zurück, wo wir eben waren. Oder müssen wir nochmal mit den zwei Dudes reden? Nee, eigentlich nicht, ne? Hier mit ihm. Okay. Wow, der Junge mit dem blonden Perücke ist so cool. So viel Selbstvertrauen hätte ich gerne. Nee. Noch genug Geld zusammen. Achso. Ich kann nicht jedem hier spenden. Ich habe dir schon gespendet. So, hier ist wieder ein Obststand. Hier ist eine Apotheke. Kacke, was sollte ich denn machen? Ja, keine Ahnung, wir rennen jetzt ein bisschen rum. Vielleicht finden wir eine Lösung. Wir reden nochmal mit den Typen im Park. Das ist so mit der einzige Hinweis, der mir jetzt noch einfällt. Okay. Was mit ihm? Ja, da waren wir ja. Und den haben wir auch verprügelt. Und ich glaube, der hatte irgendwas zu uns gesagt. Ach, Kacke. Ghost Road. Gib mir doch bitte irgendein Hinweisspiel. Mit dir habe ich noch nicht geredet. Stopp. Aha, aha. Ja, das war's. Und ihr so? Recycletisten, ja. Okay. Metall, Glas, Plastik, Papier. Okay. Ja, jetzt haben wir wirklich mit allen hier im Park geredet und das hat mir nichts gebracht. Original nichts. Oder muss ich dem Typen da... Ich könnte schwören, ich hatte irgendwas im Kopf von wegen, wir müssen hier hin und mit ihm reden. Aber er will ja nur Geld gespendet haben. Was ein Kack. Warte, kann ich hier rüber? Ja, kann ich. Keine Ahnung, vielleicht kriege ich nochmal einen Hinweis. Wir laufen jetzt einfach mal. Oh, eine Miezekatze. Süß. Können wir hier nochmal was machen? Da tut sich nichts. Vielleicht Basil auf dem Pott. Vorwärts Marsch. Wir müssen sein Fotoalbum retten. Ja. Wie? Keine Reaktion. Okay, wir klopfen jetzt einfach bei den Leuten. Keine Reaktion. Okay. Vielleicht hilft uns irgendwas. Oh! Malerin, hallo du. Du kommst gerade recht, um ein bisschen Feedback zu meinem neuesten Werk zu geben, okay? Darf ich den Hund streicheln? Braver Hund. Süß. Lukas, hör auf zu kläffen. Oh, aber Lukas ist süß. Schau dir die Skizze an. Was meinst du? Irgendwie so statisch, oder? Ja. Wusste ich's doch, danke. Jetzt ist plötzlich alles glasklar. Die Muse hat mich geküsst. Und? Voila. Okay, so sieht's schon viel besser aus. Nun. Ich lieb's, wie wir einfach in ihr Haus können. Ist überhaupt nicht bedenklich. Dass wir hier einfach rumrennen. Kann ich da hin? Unvollendetes Gemälde, okay.
Ja, dann rennen wir halt jetzt wie so Weirdos durch den ihr Haus. Schön die Unterwäsche klauen. Kann ich auf Toilette? Okay, kann ich nicht. Aber er wartet draußen. Okay. So, dann gehen wir wieder. Ja, und hier ist Ende. Okay. Ich darf nicht auf der Straße laufen. Langweilig. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde jetzt erstmal die Folge komplett verbrauchen, um rauszufinden, was ich eigentlich machen musste. Gehen wir jetzt mal rechts. Oh, hier wohnt auch nochmal irgendjemand. Da ist ein Space Bunny. Okay, keine Reaktion. Es verschwindet, wenn man es antatscht. Rote Brille, ich erzähle euch mal was. Eben komme ich vom Fixe zurück, wo mein sauerverdientes Geld auf den Kopf hauen habe. Da schaue ich runter und sehe da, eine frisch gekaufte nagelneue Gartenschere ist weg. Unfassbar, oder? Ah. Ja, Gartenschere hat ein Loch reingebohrt. Schade. Ist aus der Tüte gefallen. So, wir klopfen hier. Keine Reaktion, okay. Da ist eine alte Oma. Glaube ich. Oma mit Dutt, Hust. Entschuldigung. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ihr seht wirklich vertrauenswürdig aus. Würde mir einen Gefallen tun. Ich muss die Medikamente für diese Woche in der Apotheke abholen. Aber ich fühle mich gerade etwas schwach. Normalerweise schicke ich meine Tochter Charlene, aber die ist gerade nicht da. Werdet ihr so nett? Ja, komm. Wir nehmen zumindest mal die Quest an. Da es kein Questlog gibt, werde ich es wahrscheinlich trotzdem vergessen. Da ist das Spiel selber schuld, wenn ich das... Ach, guck mal hier. Ja, komm. Das ist nah genug dran, als dass ich es nicht vergesse. Nice. Bitte sehr. Komm einfach bei mir zu Hause vorbei. Was? Okay. Dürfen wir jetzt da rein? Lol. Okay. Okay. Bonsai. Mhm. Ja, aber was bringt mir das, dass ich jetzt bei den Leuten einbrechen darf? Okay. Squeechu. Hm. So, hier ist nochmal was. Eine Yogamatte. Und dann? Ich will jetzt nicht jeden Gegenstand anfassen. Können wir uns ein Messer holen? Oh, Junge. Kühlschrank öffnen. Ja. Essbereich. Dann können wir auch wieder gehen. Ich werde die Alte jetzt nicht anlabern in dem Haus. Mann, ey. Oh, what the fuck? Ich glaube, in der Straße wohnen wir, oder nicht? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Bin verwirrt. Ich klopfe jetzt trotzdem mal an allen Türen. Oh, hier darf ich rein? Okay. Eda, alles senkrecht.
Muss schon sagen, es gibt nichts Besseres als ein langes Wochenende auf meiner Lieblingscouch mit meiner Lieblingssendung im Fernsehen. Nur ein Wölkchen trübt meinen Himmel an diesem schönen Tag. Ich kann Fernbedienung nicht finden. Ja. Ja. Du hast die Fernbedienung... Was? Achso, Vollblut-Amerikaner, wild. Dose Orangino. Okay. Lohnt es sich, in das Haus reinzugehen? Nee, gar keinen Bock. Falls in dem Haus von dem Typen irgendwas ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist nichts Besonderes. Oh! Warte, warte. War schon ewig nicht mehr bei mir im Haus, schon klar. Aber gerade ist ein bisschen ungünstig. Okay. Was ist das Ding? Gehen wir zu mir? Warte mal, Moss. Das soll jetzt nicht heimgehen. Es ist noch so viel zu tun. Okay. Aber was ist zu tun? Jetzt sprinten wir. Ich wüsste gern, was zu tun ist. Hier wohnen auch nochmal Leute. Müll. Können wir den Müll auch aufsammeln? Okay. Okay, da ist niemand. Bei allen ist Post. Keine Reaktion, okay. Oh, da sind Kinder unten. Vielleicht können wir da Infos kriegen. Wer waren die? Ja, hallo. Danke. Wir klopfen trotzdem nochmal kurz. Um überall mal geklopft zu haben. Oh, lol. Kirche. Gerade Gottesdienst vorbereitet. Sag bloß, du willst den letzten Tage hier in der Kirche rumhängen. Scheinbar nicht, okay. Können wir den Roller da hinten klauen? Das alte Fahrrad von Aubrey, okay. Ja, super. Und jetzt? In Kirche darf ich nicht. Bei den meisten Häusern habe ich schon geklopft. So, hier war ich links und rechts. Und hier bin ich beim Park. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, und er heult rum wegen Steppenwolf. Ja, keine Ahnung, dann gehen wir jetzt in die Apotheke. Ist das keine Apotheke? Ich dachte, es wäre eine Apotheke. Hier ist eine Süßwarenabteilung. Okay. Hm. Mich wundern, wenn Kim und Vance hier irgendwo rumschleichen. Ach, die suchen wir. Verstehe. Manchmal... Mach schnell, Vance. Stopf das alles in die Tasche, bevor jemand checkt. Ah, die klauen. Hey Kim, hast du zufällig Aubrey gesehen? Kacke, Keller hat uns gesehen. Komm, Vance, wir zischen ab. Hey, mal langsam, ihr müsst das noch bezahlen. Aus dem Weg, du Opfer. Du hast uns nicht gesehen, klar? Was soll das denn heißen? Ich bin doch keine Petze. Ich will einfach nur wissen, wo Aubrey ist. Hast du sie gesehen? Was? Aubrey? Woher soll ich das wissen? Selbst wenn, würde ich es bestimmt nicht erzählen. Mir reicht's langsam echt für heute. Oh, Katze rennt hier rum. Hallo, Pichu. Oh, oh, da hat jemand Zoomies. Da passiert gleich ein Schnellstart. Oh. Schade, er wurde abgebrochen. Ich wünschte, ihr könntet das sehen. Das ist sehr süß. Du sagst... Okay, da war der Schnellstart.
Du sagst mir, wo Aubrey ist und dafür verpfeife ich euch nicht wegen den Süßigkeiten. Ach, du bist keine Petze. Muss ich auch nicht sein, wenn du mir einfach sagst, wo Aubrey ist. Ihr zwei schon wieder. Ich habe euch gesagt, dass ihr ihn nicht mehr blicken lassen sollt. Happy, happy. Lol, okay. Ach du Kacke. Los, her mit den Süßigkeiten. Sonst können eure Eltern euch von der Wache abholen. Wir sind geliefert. Von mir aus. Da haben sie ihre ätzenden Süßigkeiten wieder. Okay. Los, Vince. In den Saftladen kauft doch kein Schwein ein. Ah, geschieht euch recht. Ja, aber wir wissen jetzt immer noch nicht, wo Aubrey ist, du Trottel. Ja, Moment. Wer sagt uns denn jetzt, wo Aubrey steckt? Ja. Komm, Moss, wir versuchen das nochmal bei den beiden. Okay. Aber wir versuchen es nicht in dieser Folge bei den beiden. Oh, jetzt hat er eine Idee. Augenblick noch. Ja, gleich. Machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, lasst gerne Like, Abo, Kommentar, sonstiges da. Hab gehört, wer ein Like da lässt, ist kein Süßigkeiten-Dieb. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Close your eyes, you'll be here soon. Itchy knees and chicophone. Doki doki honto.